So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von LOG und ich brauche schon wieder dieses blöde losing too much packages. Jetzt habe ich gesagt, machen wir slash packet package MSG, glaube ich, oder so ähnlich. Packages MSG. Vielleicht Paket MSG. Ah! Joa, es ruckelt gerade etwas. Das liegt daran, dass ich gerade ein bisschen was im Hintergrund laufe ab, ne? Und das ist mein Auto, das haben die Leute, die nicht im Live dabei waren, wahrscheinlich noch gar nicht gesehen. Aber ich bin zufrieden, ne? So, jetzt gerade auch nur 30 FPS. Ja, das wird sich gleich legen. User joined your channel. Doch gerade gehört, ich bin noch nebenbei Teamspeak, aber gemutet und ja. Und zwar muss ich ein bisschen jobben, weil heute ist Sonntag, wie man hier recht schön sieht, und heute Abend gibt es dann wahrscheinlich wieder Lohn, aber man bekommt mehr Lohn, wenn man mehr Aufträge macht. Das heißt, ich brauche ein paar Aufträge, weil, wie ihr seht, habe ich wenig Geld und deswegen muss ich ein paar Aufträge machen, damit ich durch die Aufträge ein bisschen Geld bekomme und dann noch heute Abend aus dem Bauch per Logi Parts. Also habe ich mir gedacht, komm, mach das einfach mal. So, also Sets 2. Komplett identische Projekte auf meinem laufen. Einmal ETS 2, rumfahren und LKW fahren, und einmal das SAMP rumfahren und LKW fahren. Auch wenn das irgendwie nur Transporter sind, was man da bis Level ab mit Level 2 fahren darf. Ja, ne. Passt schon. Wir sollten uns auch beeilen, nicht dass wir auf den Weg dahin verrecken. Ja, etwas suboptimal. Etwas sehr suboptimal. Oh ja, das ist immer richtig krass, mit den FPS-Zahlen zu fahren. So, auf der Höchstgeschwindigkeit 150 ist eigentlich, ja, geht. Ist schneller als mein Auto, altes Auto, so um die 6 km/h. Du. Und ein He. Uah, das passiert, wenn man auf den Heli achtet. Fuck. Das wird wieder so teuer, ne? Und ich kann das jetzt nicht zahlen. Das Fu klang jetzt ziemlich scheiße. Das liegt daran, dass ich gerade erst aufgestanden bin und müde bin. Ja, ich weiß, dass es 15.25 Uhr ist. Oh ja, spät auf der FTW und so, ne? Ich glaube, das heißt Langschläfer und nicht spät aufsteher. Scheiße. Naja. Ich werde schon überleben, hoffe ich. Und da kommt ein Heli angeflogen. Joa, ne? Gucken, ob ich genug Geld habe. Jetzt bin ich wahrscheinlich so komplett pleite. Na, fast 87 Dollar auf der Bank. Wow. Das Problem ist jetzt nämlich, bevor ich jetzt hoffentlich bekomme ich jetzt bei Payday was, sonst habe ich gleich ein Problem mit dem Fahren, weil man muss ja das Benzin bezahlen, ne? Da könnte es dann Probleme geben. Du. Sie war schon gleich da. Lang ist die Fahrt ja nicht. Ich bin noch aufpassen, jetzt fahren wir schon gleich wieder einen Fall. Oh ja. Der Base kann zielen und dann passt das schon, ne? Ich hoffe, da ruckelt er nicht ganz so. Ach, im späteren Video, also da kurz vielleicht. War Probleme immer, aber ich denke, es sollte noch gehen. Es ist noch am Rand des Möglichen. Es gibt aber einiges Schlimmeres.
Ist doch schön platziert, oder? Finde ich auch. Auf jeden Fall. Einfach unliebevoll eingeschmissen. Und drauf getrampelt. Badumtisch. Ja, natürlich das Tor aufmachen. Oder schnell healen gehen. Das war auch letztes passiert, ne? Ich will so zum Heal-Automat rennen. Bitch in der Stadthalle. Rennst du die letzten Meter und verreckt dann so ganz kurz vor dem fucking Heal-Automaten. Oh ja, das war nervig. Das war richtig nervig. User left your channel. Damit ich auch noch nicht aufs Klo gehen kann. Ja, ne? Dann geht's gleich ans Gabelstapler fahren. Komm. Du, die du, die du, die du. Letzte Befüller Lieferwagen. Bitte sei voll, bitte sei voll. Ha! So, jetzt mal den Motor vergessen, was denn sonst? Ich hab's Zeit bis auf GTA Singleplayer gespielt. Vergesse ich am Schluss noch, dass er den Motor anmachen muss. Ich hasse ja diese Hinterachsen, ne? Ist auch lustig, wie viel Power in dem Ding stecken muss, damit das driften kann, ne? Ich glaube nicht, dass das geht, wenn man bei dem normalen Gabelstapler Vollgas gibt und dann driftet. So. Hätten wir das, dann holen wir uns kurz einen schönen, tollen Auftrag. Auch schön laut meine Tastatur und natürlich wieder eine Bombe der Terroristen irgendwo explodiert. Eine Betriebslieferung. Oh, es gibt ja fast nichts. So machen wir natürlich so was. FBA-Shot. Und ich wurde gerade angeschrieben, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Wir haben ja gerade schön das Auftrag ausgewählt. Es regnet jetzt auch noch. Hm? Ich habe jetzt extra alles hochgestellt von der Priorität und so. Und alles runtergestellt, was unwichtig ist. Und jetzt regnet das und verkackt mir alles. So, mal gucken, ob der voll ist. Muss dazu sagen, ne? Ich hab, wenn ich die Aufnahme nicht anhab, dann schaffe ich, auch locker 60 FPS, ne? Also das liegt gerade echt nur in der Aufnahme. What the fuck? Da war ein Pfosten. Gibt wahrscheinlich bald gar keine von den Aufträgen mehr, weil jetzt alle das machen. Ja, danke. Wir müssen nach SF. Und ich mal da hoch. Also ich glaube von dem, was ich jetzt hier auf der Karte sehe, wir können mal kurz auf die Karte gucken. Oh ja, scrollen FTW. Ja. Schön nett entgegengehupt. Ja, ne. Das war ja eine tolle Reaktion. Ich dachte gerade echt, wir fliegen um, Alter, ne. Ich wäre kacken gegangen. Du. So, weiter geht's, ne? Hier voll ohne. Ich hab
nee, voll mit. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll und laber einfach nur irgendeinen Dreck und hoffe, dass es irgendjemanden fällt. Oh ja. Sonst wird nichts anderes. Und da steht ein Auto. Ja. Oder auch nicht. Dann, Alter, ist das rutschig. Ist das rutschig, Mama. Ja, ne? Schon krass. So. Jetzt bei mir ist aber mal langsam, damit ich dann noch hochpacken. Aufträge abbekommen. Und da stehen mir dann ganz ohne Aufträge da. Und ich muss ja mindestens noch 10 schaffen, ne? Dann bekomme ich 20.000 plus und das reicht. Dann bekomme ich insgesamt genug.